Turit Knack, Sie sind heute zurück in Duisburg. Wie hast du das Spiel gelaufen? Also, es war ein schweres Spiel, es waren schwierige Verhältnisse, ein tiefer Boden. Ich glaube, wir hatten eigentlich mehr Spielanteile, hatten auch viele Chancen, konnten die nicht nutzen. Ja, Duisburg war sehr abgezockt heute und hat mit wenigen Chancen 2 Tore gemacht. Und ja, die waren heute ein bisschen cleverer als wir. Und das müssen wir uns dann selber zuschreiben, dass wir hier nicht mehr Punkte jetzt heute mitgenommen haben. Am Halbzeit ist es 1:1. Sie haben das Tor gemacht. Wie ist das gefallen? Das war, glaube ich, noch eine Ecke oder Freistoß. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war ein Abpraller, den ich dann verwertet habe. Da haben wir auch noch mal neuen Mut geschöpft und dachten, dass wir hier Punkte mitnehmen können. Aber ja, leider ist dann ziemlich direkt nach der Pause das 2:1 für die Gegner gefallen. Und ja, das hat uns dann wieder zurückgeschlagen. Aber am Ende gibt es noch einen Shot auf die Latte für Leverkusen und dann gute Rettungen von Stina Petersen. Ja, wie gesagt, wir hatten viele Chancen heute, auch gute Chancen, die wir leider nicht gemacht haben. Und vom Chancenverhältnis hätten wir vielleicht heute mehr Punkte mit, vielleicht 1 oder vielleicht sogar 3 Punkte mitnehmen müssen. Ja, das haben wir heute nicht geschafft und ja, da müssen wir nächste Woche dran arbeiten, dass wir an unserer Chancenverwertung arbeiten. Ja. Nächste Woche ist wieder ein Derby in Essen. Genau. Ja, das ist auch wieder wie heute ein 6-Punkte-Spiel, ist ein direkter Tabellennachbar und ja, wir möchten unseren Blick eigentlich eher nach oben in der Tabelle richten und nicht nach unten, deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall nächste Woche punkten, wenn wir es heute hier nicht geschafft haben. Okay, danke schön, viel Spaß. Dankeschön.